GTA 6 ist fertig und steht vor der Tür. Ja, Freunde, heute habe ich mal wieder krasse Neuigkeiten für euch, denn es geht um GTA 6 und den wahrscheinlich baldigen Release. Ja, Freunde, wir warten alle geduldig auf den Nachfolger von GTA 5 und anscheinend laut verschiedenen Insidern ist es zu einem geheimen Treffen gekommen, wo Take-Two ein paar Leute ausgewählt hat, die GTA 6 bewundern durften. Dies hat unter anderem der Gaming-Spezialist Rino bestätigt. Laut seinen eigenen Worten hat Rockstar Games ein paar Leute hinter geschlossene Türe eingeladen, wo die GTA 6 vorgestellt haben. Dazu hat er noch seine Vorfreude zum Ausdruck gebracht. Also zu Rino muss man wirklich sagen, der ist seriös und berichtet schon seit Jahren über das Gaming-Geschäft. Und das, was er gesagt hat, deckt sich mit der neuen Information. Und zwar mit der Information von dem Hip-Hop-Gamer. Und der Hip-Hop-Gamer ist vor allem in den USA kein Unbekannter und soll einer von den glücklichen Auserwählten gewesen sein, der GTA 6 sehen durfte. Dazu hat er noch ganz stolz ein Bild mit dem Take-Two-Chef veröffentlicht. Und ihr wisst ja, Take-Two ist der Publisher von Rockstar Games. Außerdem folgt ihm auch Take-Two, der Take-Two-Chef und sogar Rockstar Games. Also es ist jetzt keine Geschichte aus dem Pisswassergarten. Ja, und der Hip-Hop-Gamer hat natürlich sich auch zu der Sache geäußert. Er schrieb folgendes. GTA 6 wird hypen, das ist alles, was ich euch sagen kann. Ich liebe Rockstar Games, danke für das Abenteuer. Dann hat er noch die Liebe zu dem Take-Two-Chef geäußert, so wie er auch sinngemäß meinte, dass GTA 6 alles zerbersten wird. Ja, natürlich kann man jetzt an der Stelle sagen, es könnte ein älteres Bild sein, wo er mit Strauß fotografiert wurde. Jedoch würde es keinen Sinn ergeben, denn wie gesagt, in der Gaming-Szene, vor allem in den USA, ist er ein großer Name. Und das wäre einfach bitter und traurig, das Ganze so zu inszenieren. Weil wie gesagt, Kontakt zu Rockstar Games, Take-Two und dem Chef herrscht ja wirklich. Und dann gibt es noch weitere Tatsachen, denn ich habe weiter recherchiert. Der Hip-Hop-Gamer durfte auch als einer der ersten God of War 3 sehen, also vor dem Release bereits. So wie er auch im Interview erzählt hat, dass er GTA 5 ein Jahr vom Release gesehen hat. Und genau aus diesem Grund kommt man auf den Gedanken, dass GTA 6 kurz vor der Tür steht. Denn wieso sollte der Hip-Hop-Gamer oder die Leute, die eingeladen wurden, ein komplett unfertiges Spiel sehen? Ja, Freunde, was ist denn eure Meinung zu der ganzen Sache? Ist es nur Bluff oder ist es die Wahrheit? Schreibt eure ausführliche Meinung in die Kommentare und ich werde jeden Kommentar beantworten und dein Herz drauf lassen. Außerdem solltest du spätestens jetzt ein Abo auf diesen Kanal dalassen und die Glocke aktivieren für alle Benachrichtigungen, denn ich verspreche dir, in Zukunft wird dich noch einiges erwarten. Abonnieren nicht vergessen, sonst hat mich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu gleiten. Deine Meinung kommentieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt keine Zeit verlieren, einfach überreagieren.